Martin Luther 2.0. Botschaften mit Jesus Christus im Zentrum. Guten Morgen, liebe Geschwister. Schön, euch zu sehen. Schön, euch zu sehen hier vor Ort. Leider kann ich die nicht sehen, die zu Hause sind. Aber auch euch möchte ich herzlich grüßen. Ich freue mich, meinen Dienst wieder nach der Sommerpause an dieser Kanzel wieder aufnehmen zu dürfen und mit euch wieder das Markus-Evangelium aufzuschlagen. Wir haben uns mit dem Kapitel 13 beschäftigt, bevor die Sommerpause zumindest für mich kam. Und mit Kapitel 13, das war die Endzeitlehre Jesu. Und heute wollen wir da wieder einsteigen und ich möchte euch die Verse für heute vorlesen. Das sind die Verse 24 bis 27. Markus, Kapitel 13, die Verse 24 bis 27. Aber in jenen Tagen, nach jener Bedrängnis, wird die Sonne verfinstert werden und der Mond seinen Schein nicht geben und die Sterne werden vom Himmel herabfallen und die Kräfte in den Himmel werden erschüttert werden. Und dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen, in Wolken mit großer Macht und Herrlichkeit. Und dann wird er den Engel aussenden und seine Auserwählten versammeln von den vier Winden her, vom Ende der Erde bis zu dem des Himmels. Ich möchte beten. Ich glaube, heute habt ihr schon viel Sport gemacht. Wir haben heute viel gebetet, oft aufgestanden. So, der Kreislauf ist in Schwung. Lasst uns unseren Geist nochmal darauf ausrichten. Jesus Christus, sind nicht müde aufzustehen und uns das zu bekennen, vor dir hinzustehen und zu bekennen, dass wir dich brauchen. Dass wir dich brauchen in unserem Verständnis, in dem Erkenntnis deines Wortes, deines Willens. Und wir bitten dich, der Herr, dass du auch den Tisch heute reichlich deckst und dass wir aus deinem Wort lernend erbaut und gestärkt werden, ausgerichtet werden, Jesus, auf dein Kommen. Denn wir erwarten dich. Wir beten, dass du kommst. Und damit wir das in rechter Gesinnung und in rechter Weise dieser Erwartung leben, möchte ich bitten, dass du durch dein Wort und auch durch diese Verse uns dann auch recht ausrichtest. Danke, dass du es tun willst und dass du auch tun wirst. Denn du bist treu, du verheißt es, du machst es und ich rechne mit dir. Ich danke dir, Jesus, in deinem wunderbaren und herrlichen Namen. Amen. Wir haben eine Weile uns mit dieser Endzeitlehre Jesu schon vor den Sommerferien beschäftigt und ich hoffe, dass noch einiges hängen geblieben ist von dieser Zeit. Bin mir sicher, dass durch die Brüder ihr auch im Wort Gottes erbaut und gestärkt worden seid und es gab andere Themen, mit denen ihr euch in dieser Zeit beschäftigt habt. Und damit ich euch gedanklich wieder abholen und wir dann wieder in dieses Kapitel hineinkommen, lasst mich ein paar Stationen wiederholen, dass wir wissen, wo wir sind, um was geht's eigentlich in diesem Kapitel, was ist die sogenannte Endzeitlehre, in welcher Perspektive wollen wir es lesen und wollen es verstehen. Das Markus-Evangelium hat ein großes Anliegen, zu zeigen und zu bezeugen, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und das hat Markus oder das Evangelium in herrlicher und deutlicher Weise gezeigt. Jesus wurde durch viele Machttaten und seine Vollmacht bewiesen, durch viele Zeugen wurde bezeugt, dass er wirklich wahrhaftig der Sohn Gottes ist. Doch das Volk hat ihn nicht angenommen, sie haben ihn verworfen. Sie haben ihn verstoßen und so spitzt sich diese Verstoßung und diese Ablehnung des Messias, des Sohnes Gottes, in der letzten Woche Jesu. Er zieht noch einmal nach Jerusalem und als er dort in den Tempel hineingeht, überführt er sie von ihrer Heuchelei, er überführt sie von ihrer Selbstgerechtigkeit und das bringt sie dazu, den Entschluss noch fester zu machen, ihn umzubringen. Das hat er ihnen verheißen, dass sie das tun werden und sie lehnen ihn ab und haben dieses Vorhaben, Jesus, den wahren Erben, den Sohn Gottes, zu beseitigen. Das führt dazu, dass Jesus diesen gottlosen Ort, diesen Ort der Anbetung, diesen fruchtlosen Ort verwirft. Und so verlässt er den Tempel, verlässt dieses Volk, dieses fruchtlose Volk, in dem keine Frucht der Anbetung des wahren Gottes stattfindet. Und als er Jerusalem bzw. den Tempel verlässt, und prophezeit er, dass dieser Ort nicht mehr bestehen wird, dass dieser fruchtlose Ort nicht mehr bestehen wird, sondern niedergerissen wird, dass kein Stein auf den anderen bleiben wird. Diese Verheißung spricht er aus, als er gegenüber von dem Tempel sitzt und die Jünger das ihnen das verheißt. Das wirkt ein großes Interesse und eine große Neugier bei den Jüngern. Und sie wollen natürlich wissen, wann wird das stattfinden, wann wird das passieren.
Und so beginnt Jesus eine sehr ausführliche und eine sehr große Lehre, die uns in drei Evangelien überliefert wird. In Matthäus, Markus und Lukas. Und er richtet sie aus und lehrt sie und korrigiert auch ihr falsches Verständnis. Denn der Hintergrund ihrer Neugier und der Hintergrund ihrer Frage war, sie haben mitbekommen, Jesus hat gesagt, der Tempel wird zerstört werden. Dann war in ihrem Verständnis, ja, dann wird das Reich Gottes dann unmittelbar danach beginnen. Und die neue Schöpfung, eine neue Himmel, neue Erde, neue Herrschaft, all das wird dann beginnen, was Gott ihnen verheißen hat und was ihre lebendige Hoffnung ist. Und damit sie da nicht in Unwissenheit sind, hat Jesus ihnen in drei Teilen erst einmal gezeigt, dass noch vieles passieren muss, dass nach der Zerstörung des Tempels das Ende nicht sogleich da sein wird. Und er hat gesagt und hat ihnen gezeigt, dass viele Bedrängnisse über die Welt ergehen müssen, bevor das Ende kommt. Das haben wir uns gründlich angeschaut. Dann hat er auch ihnen gesagt, dass viele Bedrängnisse über die Gemeinde, über die Zeugen Jesu kommen werden, bis das Ende kommt. Und dann hat er immer wieder gesagt, das ist noch nicht das Ende. Das ist noch nicht das Ende. Bei den Bedrängnissen der Welt hat er gesagt, das ist der Anfang. Bei den Bedrängnissen der Gemeinde sagt, ausharrt bis ans Ende. Das heißt, das wird bleiben bis zum Ende. Und dann sprach er über das eigentliche Ereignis, das die Jünger so interessiert hat, über die Bedrängnis Jerusalems und seine Zerstörung. Und selbst dann sagt er, das ist aber nicht das Ende. Es ist noch nicht das Ende. Denn Jesus weiß und wusste und hat das ihnen auch gesagt, dass nach der Zerstörung Jerusalems und nach der Zerstörung Tempels viele falsche Lehrer, falsche Christus und Propheten aufstehen werden und viele verführen werden. Sie werden sie verführen und natürlich, worin wird die Verführung liegen? Sie werden ihnen sagen, dass Jesus bald kommt. Nein, sie werden sogar sagen, dass Jesus schon gekommen ist. Denn sie alle erwarteten, mit der Zerstörung des Tempels wird Jesus kommen. Und Jesus warnt sie und sagt, nein, nach der Zerstörung des Tempels werde ich nicht gleich wiederkommen. Im Gegenteil, was kommen wird? Viele Verführungen. Geht mit mir nochmal in Markus 13 und lest mit mir Vers 21 bis 23 nochmal. Jesus hat ihnen dann gesagt, und wenn dann, also nach der Zerstörung Jerusalems, und wenn dann jemand zu euch sagt, siehe, hier ist der Christus, siehe dort, so glaubt nicht. Es werden aber viele falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen und werden Zeichen, Wunder tun, um wenn möglich die Auserwählten zu verführen. Ihr aber seht zu, ich habe euch alles vorausgesagt. Wichtig, alles vorausgesagt. Jesus warnt also oder sagt, nach der Zerstörung Jerusalem, was wird kommen? Es wird eine Verführung stattfinden. Es wird eine weitere Bedrängnis geben. Mit der Bedrängnis Jerusalems ist nicht alles vorbei, sondern es wird eine weitere Bedrängnis geben. Und diese Bedrängnis ist die Bedrängnis der Verführung, der Verführung der Irrlehre. Und wisst ihr, worin die Hauptsache oder worin im Wesentlichen die Verführung stattfinden wird? Was die eigentliche Verführung nach der Zerstörung des Tempels sein wird? Jesus sagt, und wenn sie dann zu euch sagen, hier ist er oder dort ist er. Was meint Jesus damit? Die Verführung wird darin bestehen, dass viele behaupten werden, er ist schon da. Er ist schon gekommen. Die Entrückung und die Wiederkunft Jesu hat schon stattgefunden. Es ist die Lehre über die Wiederkunft Jesu. Er sagt, es kommt nach der Zerstörung Jerusalem eine Verführung über die Wiederkunft Jesu. Und bevor er in unseren Versen, die ich gerade euch vorgelesen habe, jetzt dann die Wiederkunft erläutert und zeigt, was da passieren wird, warnt er vorher, dass diese Verführung sein wird. Liebe Geschwister, ich weiß nicht, was es mit euch macht, aber für mich ist es sehr ernst. Denn Jesus warnt und sagt, dass die Verführung der Endzeit darin bestehen wird, dass eine Unkenntnis oder ein Unverständnis oder eine falsche Lehre über seine Wiederkunft sein wird. Das ist das Kennzeichen der Endzeit. Ein falsches Verständnis der Wiederkunft Jesu. Das wird deutlich, wenn ihr mit mir in Matthäus Evangelium den Parallelbericht lest, Matthäus 24. Matthäus hat uns etwas mehr da überliefert, ein paar Informationen uns gegeben. Ab Vers 23. Wenn aber jemand zu euch sagt, siehe, hier ist der Christus oder dort,
So glaubt es nicht, denn es werden falsche Christus und falsche Propheten aufstehen und werden große Zeichen und Wunder tun und wenn es möglich, dies Auserwählten zu verführen. Siehe, ich habe es euch vorausgesagt. Das ist ungefähr das Gleiche, was wir gerade in Markus gelesen haben. Aber Matthäus führt noch etwas hinzu, weil Jesus hat ein, zwei Beispiele gegeben und diese Verführung erläutert. Worin liegt die Verführung? Schaut mal in Vers 26. Wenn sie nun zu euch sagen, siehe, er ist in der Wüste, so geht nicht hinaus. Siehe, in den Kammern, so glaubt es nicht. Was meint Jesus? Was ist das für ein Bild? Die Leute werden sagen, Jesus ist schon gekommen. Und die anderen werden sagen, ja, wo ist er? Wir sehen ja ihn nicht. Und was sagt Jesus dann? Sie werden sagen, ja, der ist nicht sichtbar, der ist in einer Kammer. Also ist in gewisser Weise ein Beispiel, das ist geheim, der ist versteckt. Das ist eine Kammer. Die anderen sagen, ja, wo ist er? Ich sage, ah, der ist irgendwo in der Wüste. Da musst du hingehen. Du musst da in die Wüste gehen. Die anderen sagen, du musst da in die Kammer gehen. Was Jesus damit sagt, ist, die Verführung wird darin sein, dass Leute werden behaupten, Jesus ist schon da, aber man kann ihn nicht sehen. Es ist geheim. Die Verführung ist der geheimen Wiederkunft Jesu. Die Verführung ist der geheimen Entrückung der Gemeinde. Wir haben gerade Thessalonicher gelesen, wir werden diesen Text nochmal mit uns anschauen, gemeinsam. Aber darin ist die Verführung. Jetzt macht Jesus deutlich, dass es nichts Geheimes ist. Schaut mal, was er dann in Vers 27 sagt. Denn wie der Blitz ausfährt von Osten und bis nach Westen leuchtet, so wird die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Wo das Aas ist, da werden sich die Adler oder die Geier versammeln. Das ist die Erklärung. Jesus sagt, meine Ankunft wird nicht heimlich sein. Ich werde nicht in einer Kammer zu finden werden, man muss mich suchen, oder in einer Wüste, wo ich versteckt bin. Das wird nicht heimlich sein. Das wird so offensichtlich sein. Man wird es sehen, wie ein Blitz den Himmel durchzieht und jeder kann sehen. So wird meine Ankunft sein. Sie wird sichtbar sein. Das ist, was Jesus sagt. Genauso in Bezug auf die Aas und die Geier. Er sagt, woher weiß man, dass da irgendwo ein Aas liegt, ein Kadaver? Man sieht die Geier kreisen. Und weil man das sieht, weiß man, ah, da ist was. Das heißt, es ist sichtbar. Jesus betont, dass seine Wiederkunft sichtbar sein wird. Nicht heimlich sein wird. Und dass die Verführung nach der Zerstörung des Tempels im Wesentlichen darin bestehen wird, seine Ankunft zu verschleiern. Falsche Lehren über seine Ankunft zu lehren. Denn liebe Geschwister, das Kennzeichen der wiedergeborenen Christen, das Kennzeichen der Gemeinde ist was? Wir erwarten unseren Herrn. Das ist das Kennzeichen der Gemeinde. Wir haben uns von den Götzen zu Gott bekehrt, um seine Ankunft zu erwarten. Das ist das Kennzeichen der Christen. Sie warten auf ihren Herrn, den sie lieben. Sie wollen ihn sehen. Sie wollen ihn sehen. Und Jesus sagt, darin wird eine große Verführung geben. Eine große Verunsicherung. Und es werden viele falsche Christusse aufstehen. Falsche Antichristusse. Und werden die Menschen verführen. Es werden viele falsche Propheten aufstehen. Und werden lehren. Und viele verführen. Und wenn es möglich wäre, wird diese Verführung so raffiniert und so groß und so gerissen sein, dass selbst die Auserwählten verführt würden, wenn Gott sie nicht bewahren würde. Das ist nicht irgendein kleines, hier hat jemand etwas gesagt, hier hat etwas jemand gelehrt. Das ist weltweit und das ist global, das ist geistlich, eine große Verführung. Interessant, das ist, was Jesus dann den Jüngern sagt, darauf gilt es Acht zu geben. Ich möchte, geht mir wieder zurück zum Markus-Evangelium, ich möchte euch darauf hinweisen, dass Jesus sagt, ich habe euch alles vorausgesagt, bevor ich mit euch jetzt weitergehe. Er hat nicht gesagt, ich habe euch etwas davon erzählt. Er hat gesagt, ich habe euch alles vorausgesagt. Wenn Jesus sagt, er hat ihnen alles gesagt, gibt es noch etwas, was er nicht gesagt hat? So, warum sage ich das? Wir müssen unsere Lehren und die Lehren, die gelehrt werden und wir glauben, anhand dessen prüfen, was Jesus gesagt hat. Und wenn Jesus sagt, ich habe alles gesagt und die Lehren über das hinausgehen, was Jesus gesagt hat, dann müssen wir fragen, ob das ist, was Jesus gelehrt hat oder nicht. Wenn er sagt, ich habe alles gesagt, so müssen wir das, was wir glauben, im Licht dessen prüfen, was Jesus gesagt hat. Und da sind wir in der Lage, das zu glauben, was die Wahrheit ist, auch über seine Wiederkunft. Ist es euch bewusst, dass von Anfang an Irrlehrer aufstanden, so wie Jesus verheißen hat, von Anfang an der Gemeinde und gelehrt haben, Jesus ist schon da. Geht mit mir in 2. Thessalonicher.
2. Thessalonicher Kapitel 2. Ja, das ist Timotheus. Muss ich noch ein bisschen zurück. 2. Thessalonicher Kapitel 2, Vers 2. Paulus schreibt, lass mich Vers 1 mitlesen. Wir bitten euch aber, Brüder, wegen der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm. Also, wenn Jesus kommt, gibt es eine Vereinigung mit ihm. Das ist, was wir als Entrückung verstehen. Dann sagt er, dass ihr euch nicht schnell von eurem Sinn erschüttert, auch nicht erschrecken lasst, weder durch Geist, noch durch Wort, noch durch Brief, als seien sie von uns, als ob der Tag des Herrn da wäre. Lasst euch nicht verunsichern, als ob der Tag des Herrn schon da wäre. Dass euch niemand auf irgendeine Weise verführe. Denn warum? Warum schreibt Paulus an die Thessalonicher so viel über die Wiederkunft, über die Entrückung? Von Anfang an gab es Briefe, Offenbarungen durch Geist und durch Wort. Und sie behaupteten, die Ankunft Jesu war schon da. Was war das? Was war die Angst der Thessalonicher? Die haben schon die Ankunft verpasst. Der ganze Abschnitt in 1. Korinther 15, wo Paulus so viel über die Auferstehung redet. Warum schreibt er darüber? Auch da ein Missverständnis der Auferstehung, der Wiederkunft Jesu. Immer wieder, von Anfang an, gab es falsche Lehre in Bezug der Wiederkunft Christi. Und viele behaupteten sogar schon zu Anfang, ja, Jesus war schon da. Und die Leute haben gesagt, ja, wo ist er? Und dann haben sie was gesagt? Es war geheim. Das hat man nicht mitbekommen. So gibt es einige Positionen bis heute, die lehren, dass Jesus unmittelbar nach der Zerstörung des Tempels schon gekommen ist. Aber nur geheim. Und er wird aber noch kommen, sichtbar für alle. Aber er ist schon gekommen. Das hat man noch nicht mitbekommen. Gibt es einige Positionen, bis heute theologische Meinungen darüber. Die Namen, wie sie heißen, erspare ich es hier euch jetzt. Ich denke, die anderen kennt ihr, die Zeugen Jehovas. Was lehren die? Was ist die Lehre der Zeugen Jehovas? Von einem gewissen Herrn Smith. Was lehren die? Dass Jesus schon gekommen ist, richtig? Und zwar wann? 1914. Die Wiederkunft Jesu, laut den Zeugen Jehovas, hat schon stattgefunden. Aber es war halt heimlich, man hat es halt nicht mitbekommen. Und dann 1918 fand die erste Entrückung statt. 144.000 wurden entrückt. Die sind bei Jesus, der Rest kriegt die Erde ab. Dann sagen sie ja besser als gar nichts. Dann halt die Erde. Begnügen wir uns mit der Erde, Hauptsache wir haben was. Liebe Geschwister, das lehren die. Wie viele Millionen von Menschen glauben das? Jesus lehrt, es wird eine Verführung geben. Viele werden sagen, er ist schon gekommen, er ist in der Kammer, er ist in der Wüste. Wie viele fallen dieser Irrlehre ein? Sie behaupten, Jesus ist schon da. Er war geheim. Er wird noch kommen, sichtbar. Wie viele von Christen glauben das heute noch? Die glauben zwar nicht, dass Jesus schon heimlich gekommen ist, aber sie glauben, dass er noch kommen wird. Aber wie? Heimlich. Seine Wiederkunft wird heimlich geschehen. Diese Lehre ist, vielerorts wird das geglaubt und vielerorts wird das gelebt, dass die Wiederkunft Jesu in zwei Phasen geschehen wird. Eigentlich lehrt diese Lehre, dass ein zweites Kommen Jesu geben wird. Dass Jesus zweimal das zweite Mal kommt. Das heißt, er wird zuerst kommen und das wird nur für die Gemeinde sein. Das kriegt die Welt nicht mit, zumindest nicht so. Es wird heimlich passieren, unsichtbar passieren. Dass sein erstes Kommen wird heimlich passieren. Sein zweites Kommen wird sichtbar passieren. Also sein zweites Kommen. Allein nur die Tatsache, dass man sich das vergegenwärtigt, dass das zweite Kommen Jesu zweimal passiert, dann ist es ja schon dreimal. Das heißt, es gibt drei Wiederkunft Christi. Worauf begründet sich diese Meinung? Warum begründet sich diese Überzeugung? Ich möchte euch da etwas hineinnehmen. Euch etwas bisschen geschichtlich da hineinnehmen und dann mit euch den Weg gehen und zu sagen, ist das, was Jesus lehrt? Ist das, was Christus in den Versen 24 bis 27 lehrt im Kontext der ganzen Schrift? Ist das, was die Schrift lehrt oder ist es nicht? Liebe Geschwister, Petrus schreibt an die Gemeinde im zweiten Petrusbrief, dazu werden wir ab
ab Mittwoch uns mit beschäftigen. Er sagt, dass vieles bei Paulus in seinen Briefen schwer zu verstehen ist. Ihr kennt bestimmt diese, am Ende Kapitel 3 sagt er. Er sagt damit nicht, man kann es nicht verstehen. Er sagt, es ist nur schwer zu verstehen. Und genau das betrifft auch unser Thema. Die Wiederkunft Jesu ist nicht einfach, es ist schwer zu verstehen. Und dann sagt er, was die Unwissenden verdrehen wie die übrigen Schriften. Das heißt, weil etwas schwer zu verstehen ist, verdrehen die anderen das Ganze. Aber warum? Weil sie unwissend sind. Und ich möchte euch bitten, schaltet nicht ab, wenn wir das uns anhören. Schaltet nicht ab, wenn wir das lesen. Schaltet ein den Verstand. Seid nicht Unwissende, denn das ist die Gefahr. Wenn man etwas nicht weiß, dann ist man in der Gefahr, es zu verdrehen, die Schriften zu verdrehen. Und viele sind unwissend über die Entstehung zum Beispiel dieser Lehre von der geheimen Entrückung der Gemeinde, von der geheimen Wiederkunft Jesu. Die haben keine Ahnung, woher sie kommt, wer sie eigentlich gelehrt hat, ob sie von der Schrift ist oder nicht. Und weil sie unwissend sind, lesen sie die Schrift und sagen, ja klar, das muss ja das sein, das muss ja das sein. Und die Dinge werden hineingelegt. Ich möchte euch bitten, da auch wenn es vielleicht mehr Aufmerksamkeit erfordert, mitzudenken, wissend zu sein, damit wir nicht der Gefahr erliegen, wie Petrus sagt, in unserer Unwissenheit die Schrift zu verdrehen. Denn es gibt nichts Schlimmeres als das. Markus hat gesagt, das ist nicht nur Buchstaben, nicht nur ein Buch, das ist Gottes Wort. Und wie gefährlich wäre, Gottes Wort zu verdrehen. Dafür muss man Rechenschaft geben. Von daher möchte ich euch ein bisschen da hineinnehmen. Erstmal, woher kommt das? Oder was wird gelehrt? Und dann, woher kommt das? Und dann prüfen wir das von der Schrift. Man geht davon aus, dass die Bibel verschiedene Begriffe für die Ankunft Jesu gebraucht. Also zum Beispiel, es gibt Begriffe für, und er wird kommen, er wird erscheinen, Wiederkunft. Also es gibt verschiedene Begriffe. Und im Griechischen werden auch da verschiedene Begriffe gebraucht, zum Beispiel Parousie oder Epiphania. Das heißt, der eine Begriff beschreibt das Ankommen, das Kommen des Messias, und der andere, bei dem anderen Begriff geht es darum, um seine Erscheinung. Und die Auslegung, die Lehre dieser Position des Geheimkommen Jesu sagen, das sind verschiedene Begriffe, also so sind es verschiedene Ereignisse. Und sie können das sehr gelehrt, natürlich mit viel Griechischkenntnis, versuchen dann diese Lehre den Menschen zu überreden und behaupten, dass nur weil verschiedene Begriffe gebraucht sind, dann sind das verschiedene Ereignisse. Wenn aber da konsequent ist, es gibt mehr als zwei Begriffe für die Ankunft Jesu, da muss es nicht nur zwei Wiederkünfte geben, sondern mindestens vier. Da gibt es noch Apokalypsis und noch andere Namen, die in diesem gleichen Zusammenhang sind. Der Gedanke ist folgendes, oder der Rückschluss wäre der gleiche. Wie viele Begriffe oder Namen in der Bibel haben wir für Jesus Christus? Wie viele Beschreibungen und Begriffe haben wir für den Messias in der Bibel? Einige, gell? Wie viele Messias gibt es? Einen, oder? Die durch die verschiedenen Begrifflichkeiten wird dieselbe Person Christus beschrieben, nur mit anderen Aspekten, oder? Könnt ihr mir folgen? Das heißt, verschiedene Begriffe sagen nicht, es gibt verschiedene Messiasse. Verschiedene Begriffe der Wiederkunft Jesu sagen nicht, es gibt verschiedene Wiederkünfte. Es gibt verschiedene Aspekte. Und wenn man wirkliche gute Exegese betreiben würde und diese Begriffe anschauen würde, würde man merken, dass sie synonym verwendet werden. Das heißt, für die Erscheinung für die Gemeinde werden bei einer Stelle sein Kommen genommen, bei der anderen Stelle seine Erscheinung genommen. Paulus verwendet sie unterschiedlich. Es gibt keine Linie, wo man sagt, okay, für die Gemeinde wird nur der eine Begriff genommen, für die Welt wird nur der eine Begriff genommen. Das stimmt einfach nicht. Das ist unsaubere Bibelarbeit, wenn man das macht. Aber das ist die Grundannahme, sind verschiedene Begriffe, also gibt es verschiedene Ankünfte Jesu. Dann wird gesagt, diese Ankunft wird geheim sein für die Gemeinde. Das erste Mal kommt Jesus unsichtbar und nur für die Gemeinde. Das zweite Mal wird sichtbar und es wird mit der Gemeinde sein. Und dann für die Welt. Das ist, was gelehrt wird. Dann wird gelehrt, dann wenn Jesus geheim kommt und die Gemeinde holt, dann geschieht die Auferstehung. Ja, die Auferstehung der Toten. Das, was wir gerade gelesen haben. Die Leiber werden verwandelt. Und es geschieht die Auferstehung. Und mit dieser Auferstehung wird auch dann der Heilige Geist von der Erde gehen.
Er wird die Erde verlassen. Und wenn der Heilige Geist die Erde verlassen wird, dann wird in diesem Moment Raum gegeben für den Antichristen. Weil der ist der Heilige Geist, der den Antichristen zurückhält. Und dann kommt da ein Antichrist. Und dann beginnt er sein Wesen. Zumindest in den ersten 3,5 Jahren wird er einen Friedensbund schließen mit den Juden. Der Tempel wird gebaut. Die Juden werden zum Glauben an Jesus Christus finden. Obwohl der Antichrist da ist. Und dann werden die an den Tempel bauen und Opfer werden eingeführt. Das Gesetz wird gehalten. Und dann, nach 3,5 Jahren, wird er den Bund brechen mit den Juden. Und es beginnt die größte Verfolgung aller Zeiten. Und dann wird Jesus wiederkommen nach den nächsten 3,5 Jahren. Und dann aber sichtbar. Das heißt, zwischen der heimlichen Wiederkunft Jesu und der sichtbaren Wiederkunft Jesu gibt es 7 Jahre. Habt ihr wahrscheinlich schon gehört? Das ist die 70. Jahrwoche. Ja? Manche wundern sich, was ich gerade erzähle. Wenn ihr es nicht alles wisst, vergesst sofort. Aber ich weiß, dass viele das nicht nur wissen, dass manche das sogar auch glauben. Und deswegen muss ich darauf eingehen. Und das möchte ich euch zeigen, woher das Ganze kommt. Und dann, nur um das zu Ende zu denken, und dann passiert Folgendes. Richtet Jesus ein 1000-jähriges Reich auf dieser Welt, wo Frieden ist, der Löwe mit dem Lamm, das Kind mit der Schlange, wo keine Sünde sein wird, wo Menschen lange leben und nicht sterben werden, erst spät den Tod finden werden, wo Frieden sein wird, 1000 Jahre der sichtbaren Herrschaft Jesu auf der Erde. Und da werden sich viele Menschen werden zum Glauben kommen. Nationen werden nach Jerusalem wandern. Und am Ende der Zeit wird der Teufel wieder losgelassen. Und dann wird auf einmal ein zweiter Sündenfall stattfinden. Menschen, die Jesus leibhaftig gesehen haben, in verklärter Gestalt. Menschen, die auf dieser Welt in verklärten Leibern lebten, mit Jesus regierten. Nachdem sie das alles erlebt und gesehen haben, werden so viele abfallen, dass man es nicht zählen kann. Und dann wird Jesus auch die wieder vernichten. Und dann kommt neuer Himmel und dann kommt neue Erde. Ziemlich viel, gell, passiert da, richtig? Jetzt ganz ehrlich, steht das irgendetwas von dem, was ich euch heute vorgelesen habe, Markus 13, Verse 24 und 27? Steht von all diesen vielen gigantischen Ereignissen, die große Auswirkungen haben? Ich will andersrum fragen. Wenn Jesus die Gemeinde lehrt und die Jünger lehrt, was noch passieren muss, warum hat er nichts von dem erzählt? Wir haben 3 Endzeitlehren von der gleichen Dingen und alle haben verschiedene Aspekte. Aber alle Lehren, keine von diesen Endzeitlehren in allen 3 Evangelien lehren von diesen Dingen, die reden nicht davon. Im Gegenteil, da heißt es, siehe, ich habe euch alles vorausgesagt. Woher kommt das und wie kommen Menschen dazu, wie kommen Christen dazu, das zu glauben? Woher kommt das? Liebe Geschwister, ich möchte euch nur kurz sagen, dass diese Lehre keine 200 Jahre alt ist. Die Lehre der geheimen Entrückung ist keine 200 Jahre alt. Das heißt, wenn ich vor 200 Jahren euch predigen würde, müsste ich das gar nicht hier alles erklären. Die Predigt wäre sehr kurz, ich wäre jetzt schon fertig. Weil ich über diese Dinge nicht mit euch reden müsste. Ich müsste diese Verführung euch nicht aufzeigen. Weil die erst eigentlich 1830 öffentlich gelehrt und dann in bestimmte theologische Systeme übernommen wurde. Nach der Erweckung, der großen Erweckung, sowohl in England wie in Amerika, war das Interesse an dem Wort Gottes und auch an den letzten Dingen natürlich der Wiederkunft Jesu groß. Menschen kamen zum Glauben und was hofften sie? Jesus kommt bald. Das ist ein Kennzeichen der Kinder Gottes. Und das Interesse der Wiederkunft Jesu war in dieser Zeit sehr groß. Und es gab viele Konferenzen und prophetische Konferenzen in England. Dort trafen sich Brüder aus verschiedenen Gemeinden und verschiedenen Kirchen und haben sich ausgetauscht über ihre Erkenntnisse der Endzeit. Dort trafen sich unter anderem so Namen wie John Nelson Darby, habt ihr wahrscheinlich schon mal gehört. Chapman, Newton, Georg Müller und
andere Größen und Prediger und Theologen der damaligen Zeit, des 19. Jahrhunderts. Und sie trafen, haben über diese Endzeitfragen nachgedacht. Und es gibt Zeugnisse, es gibt Berichte darüber, dass ein gewisser Edward Irving, ob ich ihn jetzt richtig ausspreche, weiß ich nicht, aber so habe ich es mir aufgeschrieben. Ein gewisser Edward Irving, er war ein sehr begnadeter Prediger, ein sehr gern gehörter Prediger und Theologe. Und er war der Erste, der auf dieser prophetischen Konferenz von dieser Lehre der geheimen Entrückung und des geheimen Wiederkommens Jesu sprach. Das heißt, dass Jesu Kommen in zwei Abschnitten geschehen wird. Das war 1830. Wenn wir verstehen, wer dieser Mann ist, dann gibt es uns ein bisschen mehr Hintergrund und was dann darauf folgte. Es ist so, dieser Edward Irving ist der Begründer der apostolischen Kirche, aus der dann die neue apostolische Kirche entstand. Er kam zu der Erkenntnis, dass die Zeit der Apostel nicht vorbei war. Und somit auch die ganzen Zeichen, Wunder, die bestätigten Zeichen, Wunder der Apostel auch noch nicht vorbei waren. Und so glaubte er an Visionen, an Träume, an Zungenrede, an all diese Dinge. Und das praktizierte er und das lebte er. Das hat natürlich Spannung ausgelöst in der Kirche, in der er war. Also gründete er seine eigene. Das war die apostolische Kirche. Dann daraus wurde die katholische apostolische Kirche und später die neuapostolische Kirche. Kennt ihr bestimmt. Und das ist dieser Edward Irving. Und er, in seinen Versammlungen sprachen sie in Zungen, in Träumen, in Visionen. Und es gab eine Vision. Man sagt, ein Mädchen hat diese Vision gehabt. Und bei der Auslegung dieser Vision hat man gehört, dass das Kommen Jesu in zwei Phasen geschehen wird. Das erste Mal geheim und das zweite Mal sichtbar. Und aufgrund dieser Vision, aufgrund dieser sonderbaren Offenbarung, kam Irving zu diesen prophetischen Konferenzen in England und fing an, dort die Brüder zu lehren, dass das in zwei Phasen geschieht. Für Darby und seine Anhänger, die war ein guter Gedanke, weil sie fingen an zu lehren, dass die Berufung, dass die Gemeinde und Israel zwei verschiedene Berufungen hat. Zwei verschiedene Verheißungen, zwei verschiedene Heilswege Gottes. Und dann fand natürlich diese Lehre der geheimen Entrückung für sie, war das ein weiterer Puzzle für ihr Verständnis. Denn wenn die Gemeinde weg entrückt ist, geheim, dann bleibt Israel noch auf der Erde und dann macht Gott mit Israel weiter. Und so haben sie das gerne aufgenommen, diese Lehre. Aber sie merken, dass man mit diesem Mann schwer zurechtkommt aufgrund seiner Phänomene, seines schwärmerischen Geistes. Also hat man sich von ihm distanziert. Man hat sich von Irving distanziert, aber von was hat man sich nicht distanziert? Von dieser Lehre. 1830. Und so nach und nach übernahm John Nelson Darby und seine Anhänger wie Moody oder Scofield diese Lehre. Ihr kennt die Scofield-Bibel? Unter den Brüdergemeinden so die Bibel schlechthin. Und wenn ihr die Scofield-Bibel lest, findet ihr da ganz viele Vermerkungen und ganz viele Auslegungen genau in dieser Art und Weise. Von daher sind all die Brüdergemeinden oder die meisten Brüdergemeinden, nicht alle, ich erkläre es euch gleich, ganz stark in dieser Richtung. Warum? Diese Brüder gingen hin und gründeten Gemeinden, sie predigten. Und natürlich, was predigten sie da? Genau dieses Endzeitverständnis. Und mit jeder Gemeindegründung, mit jeder Brüdergemeinde wuchs dieses Verständnis von der Endzeit. Und das heißt, wenn man dann diesen Gemeinden gesagt hat, das stimmt gar nicht, dann haben sie einen Aufstand geübt. Warum? Dann hat man ja ihren Gründer abgelehnt. In dem Fall Darby oder Moody oder Scofield oder andere, die dann folgten. Das geht so weit bis ins 19. Jahrhundert, also 20. Jahrhundert, in den 80er Jahren war die Nachkunft Jesu sehr groß. Man dachte, dass da Jesus kommen wird. Und dann gab es zwei Amerikaner, die haben ein Buch geschrieben, mehrere Bücher geschrieben. Ihr kennt es wahrscheinlich unter der Reihe, die Finalreihe. Schon mal gehört? In den USA große Verbreitung, wurde verfilmt. In Deutschland gibt es viele Bücher von ihm. Und dadurch breitet sich dieses Verständnis noch weit mehr aus. Und keiner weiß eigentlich, woher es kommt. Und alle glauben, das ist von der Schrift. Aber eigentlich hat es den Ursprung in einer Vision, in einer Offenbarung. Und nicht aus der Schrift heraus. Es ist nicht so, dass alle sofort das angenommen haben. Führende Männer wie Chapman, wie Newton, wie Georg Müller ist auch ein Begriff. Sie haben sich von distanziert und darum haben sich auch von der Brüderbewegung unter anderem getrennt.
Habt ihr schon gehört, dass es die engen Brüder gibt, die Brüdergemeinde, die engen? Wie nennt man die? Ja, egal. Und die offenen Brüder. Die haben sich getrennt und Darby gehörte zu diesen engeren Brüdern und die offenen Brüder waren Georg Müller und die anderen Gemeinden. Sie haben sich getrennt, weil sie haben gesagt, das ist eine neue Lehre, diese Lehre ist nicht von der Schrift. Aber es reicht wenige, die laut schreien und das verbreitet sich. Und Christen glauben das. Liebe Geschwister, nur etwas zur Geschichte. Nur etwas zur Geschichte. Und jetzt möchte ich euch Folgendes sagen, wie wichtig das ist, dass wir begreifen, kommt eine Lehre aus der Schrift oder aus einer Vision oder einer Lehre der Menschen? Was sagt die Schrift? Worauf müssen wir Acht geben? Was sagt Paulus? Geht mal mit mir in Kolosserbrief. Kolosserbrief, Kapitel 2. Vers 4, schreibt Paulus, dies sage ich aber, damit niemand euch verführt durch überredende Worte. Er warnt vor Verführung durch überredende Worte. Vers 8, seht zu, dass euch niemand einfängt durch Philosophie und leeren Betrug nach den Überlieferungen der Menschen, nach den Elementen der Welt und nicht christusgemäß. Passt auf, dass ihr da nicht verführt werdet nach den Lehren der Menschen. Und nicht christusgemäß. Und schaut mal, was nicht christusgemäß ist. Vers 18. Um den Kampfpreis soll euch niemand bringen, der seinen eigenen Willen tut, in scheinbarer Demut und Anbetung der Engel, der auf das eingeht, was er in Visionen gesehen hat, grundlos aufgeblasen von der Gesinnung seines Fleisches und nicht festhält das Haupt. Wer ist das Haupt? Jesus. Paulus warnt permanent vor Verführungen von Lehren der Menschen, auf Visionen, auf Engel und sagt, was ist das Prüfkriterium? Christus. Nicht christusgemäß. Dann verwerfen, aufpassen. Ist das christusgemäß? Festhalten. Woher wissen wir, was christusgemäß ist? Herr Müller, es ist da, wo Jesus sagt, ich hab's euch gesagt. Thessalonicher, das ist in dem Wort des Herrn. Das ist christusgemäß. Daran wollen wir festhalten und daran wollen wir das prüfen. Wisst ihr, wie viel Verführung danach entstand in dieser Welt? Das ist das Problem der Zeit, der Endzeit, der letzten Tage, ist Verführung. Nicht Verfolgung. Verführung ist das Grundproblem. Das ist, was Jesus prophezeit. Unmittelbar, wie entstand der Islam? Wer weiß es von euch? Mohammed bekommt was? Visionen, Offenbarung. Wie entstand die Kirche der letzten Zeit, der letzten Tage, Mormonen? Visionen. Ein junger Mann, ein gewisser Smith in England, ringt mit Gott und sagt, Gott, warum gibt es so viele Konfessionen? Und sagt dann, erscheint ihm Gott und sagt, alle sind falsch, ich zeige dir die richtige. Und dann gründet er seine eigene Kirche. Und bekommt ein Buch auf goldenen Tafeln. Und das wird dann übersetzt. Und dann guckt euch diese Lehre an. Nicht christusgemäß. Und was die glauben? Nichts anderes als das. Geheime Wiederkunft, Israel ein extra Platz und all das. 7-Tag-Adventisten. Wer ist die Gründerin? Eine Ellen Goldwhite. Eine Frau, die aufgrund von Visionen die Tag der Wiederkunft Jesu, den Heimlichen, bestimmt hat. Jesus kam da nicht, dann hat es nochmal einen Tag und nochmal einen Tag. Daraus ist eine Gemeinde entstanden. Durch Visionen und durch die Offenbarungen, diese Zusatz, die sie bekam, lehrte sie, dass man, wenn man an den Samstag nicht hält, man nicht in den Himmel kommt. Wenn man die Füße nicht wäscht, man nicht gerettet wird. Ist es christusgemäß? Versteht ihr, was ich meine? Können wir weitermachen? Wie viele Verführungen dieser Welt sind aufgrund von solchen Visionen entstanden? Für mich die größte Verführung, die katholische Kirche. Was lehrt sie? Sie lehrt, dass der Papst heute über die Schrift hinaus eine Autorität hat, die Lehre zu bestimmen. Durch zusätzliche Offenbarung.
So hat man zum Beispiel 1854 eine zusätzliche Offenbarung bekommen, dass die unbefleckte Empfängnis Marias. 1950 eine Offenbarung, Zusatzoffenbarung, die Himmelfahrt Marias. Festgesetzt als Dogma der Kirche. Das geht über die Schrift hinaus, steht irgendwas davon in der Schrift. Braucht es nicht. Warum? Es gibt Zusatzoffenbarung. Menschen gehen auf lehrende Menschen ein, auf Philosophien, auf Offenbarungen, auf Visionen, auf Träume. Wie viel Millionen von Menschen werden verführt? Das ist unsere Zeit. Da leben wir in dieser Verführung. Nicht was Christusgemäßes. Was ist, worauf geht's oder was ist unsere Aufgabe? Nicht unwissend zu sein über diese Dinge. Nicht zu sagen, ah, das ist so kompliziert. Ach, das sind so die Lehren von Theologen. Es ist nicht so einfach für unseren Verstand. Wir müssen da die Dinge wissen. Aber es bedeutet nicht, dass es nur für eine Elite zu verstehen ist. Das ist für uns, für die Gemeinde gegeben. Und es ist doch wichtig, dass wir eine Klarheit darüber haben, über die Ankunft unseres Herrn, oder? Oder würde ich sagen, ist nicht so heilsnotwendig. Das ist entscheidend, damit wir vor ihm dastehen, damit wir ihn erwarten. Wir brauchen Klarheit darüber, was die Schrift sagt, wie, wann, warum wird Jesus wiederkommen. Und Jesus lehrt die Jünger, die sagen, Herr, wann wirst du kommen? Und was sind die Zeichen? Und dann sagt er, ich habe euch alles gesagt. Und dann können wir hineingucken und dann können wir sagen, ist das, was wir heute glauben? Hat das Jesus gesagt oder nicht? Wollen wir uns anschauen, was Jesus gesagt hat? Ein Punkt. Die nächsten zwei Punkte nächsten Sonntag. Ein Punkt. Vers 24. Aber in jenen Tagen, nach jener Bedrängnis, wird die Sonne verfinstert werden und der Mond seinen Schein nicht geben und die Sterne werden vom Himmel herabfallen und die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Was sagt Jesus? Was wird passieren? Die Auflösung des Kosmos. Die Zerstörung und die Vernichtung der ersten Schöpfung. Oder? Könnt ihr das mit mir hier lesen? So, jetzt ist Folgendes. Das lesen ja andere ja auch. Jetzt sagen die. Und das ist mit so einem Argument. Warum? Das, was ich vorher bei euch versucht habe zu erklären, dass sie sagen, das stimmt nicht. Ich habe euch versucht aufzuzeigen, belegen von der Schrift, dass Jesus zuerst von der Zerstörung Jerusalems redet und nicht von einem Ereignis, der der Antichrist dann als Gold der Verwüstung im dritten Tempel aufrichten wird. Und sie, diese Freunde oder diese Lehrer sagen, das kann ja nicht sein, weil es steht ja, aber in jenen Tagen, nach jener Bedrängnis, wird die Sonne verfinstert werden. Also, wenn das die Zerstörung Jerusalems ist, da steht doch, in jenen Tagen, nach jener Bedrängnis, wird die Sonne verfinstert werden. Und dann fragen sie, wurde die Sonne danach verfinstert? Nee. Fielen die Sterne vom Himmel? Sagen sie auch nicht. Also ist Jesus gekommen? Nee. Also kann das nicht die Zerstörung des Tempels gewesen sein. Weil, wenn es heißt, nach jenen Tagen, nach jeder Bedrängnis, wird der Kosmos aufgelöst werden und das ist nach der Zerstörung Jerusalem nicht passiert, dann kann das ja das gar nicht sein. Könnt ihr verstehen, die Argumentation? Also gibt es zwei Möglichkeiten. Die einen sagen, okay, das ist nicht die Zerstörung Jerusalems und das kommt alles später irgendwann mal. Und die anderen sagen, nein, Jesus ist schon gekommen, aber heimlich. Darum kommt diese Lehre, weil die sagen, nein, er muss ja danach kommen. Ja, aber sie sehen es nicht, also muss er heimlich gekommen sein. Gibt es noch eine andere Möglichkeit? Die gibt's. Achtet mit darauf. Jesus sagt, aber in jenen Tagen, nach jener Bedrängnis, von welchen Tagen redet er? Von welcher Bedrängnis redet er? Redet er von der Bedrängnis Jerusalems? Redet von jenen Tagen der Zerstörung Jerusalems? Von welcher Bedrängnis ist hier die Rede? Von der Bedrängnis der Verführung. Der Verführung der Menschen über die Wiederkunft Jesu. Schaut mal, um das euch zu beweisen, Matthäus 24 nochmal. Matthäus 24. Vers 21.
Denn dann wird große Bedrängnis sein, wie sie von Anfang der Welt bis jetzt nicht gewesen ist. Und er spricht von der Zerstörung Jerusalems und dem Leid dieses Volkes. Er redet von einem großen Bedrängnis. Das ist, was die große Trübsalzeit genannt wird. Jetzt geht mit mir in Vers 29. Aber gleich nach der Bedrängnis jener Tage, redete und sagte, aber gleich nach der großen Bedrängnis. Nein, er redet von der Bedrängnis der Tage. Er redet nicht mehr von der großen Bedrängnis. Das, was geschieht, die Zerstörung des Kosmos, der ersten Schöpfung, folgt nicht der Zerstörung Jerusalems. Das ist nicht, was Jesus sagt. Sondern folgt welchen Tagen, welcher Bedrängnis? Der Verführung der Menschen in Bezug seiner Wiederkunft. Jesus sagt, wenn die Tage der Verführung vorbei sind, nach den Tagen der Verführung über die Wiederkunft Jesu, nach den Tagen dieser Bedrängnis wird etwas stattfinden, und zwar die Zerstörung der ersten Schöpfung. Jesus redet nicht von der Bedrängnis Jerusalems und sagt, danach werde ich kommen. Das hat er ihnen ausdrücklich gesagt. Freunde, ich werde nicht sofort nach der Zerstörung Jerusalems kommen. Das hat er permanent ihnen deutlich machen wollen, weil sie haben das gedacht. Jesus, wann wird das geschehen? Wann wird Jerusalem und der Tempel zerstört? Und wann wirst du wieder da sein? Das war ihre Frage. Und er macht ihnen deutlich, ich komme nicht sofort nach der Zerstörung Jerusalems. Danach wird noch eine Bedrängnis geben von Verführungen. Viele Antichriste werden kommen, viele, nicht nur einer. Viele Propheten werden kommen, viele, nicht nur einer. Und danach, wenn diese Zeit vorbei ist, Jesus sagt sogar, wenn diese Zeit nicht verkürzt würde, würde kein Fleisch gerettet werden. Wenn Gott die Zeit dieser Verführung über diese Menschheit in Bezug von Christus und das Evangelium seines kommt, wenn er diese Zeit nicht verkürzt würde, würde kein Fleisch gerettet werden. Aber um der Auserwählten willen wird diese Zeit verkürzt. Jesus kommt, aber nicht nach der Zerstörung Jerusalems, sondern er kommt nach den Tagen jener Verführung. Wir sind mitten in der Verführung, oder? Könnt ihr sagen, wann sie vorbei ist? Nein, das können wir nicht sagen. Versteht ihr? Keiner kann Zeit und Zeitpunkte festlegen. Aber wisst ihr was? Wenn Jesus kommt, was ist dann vorbei? Die Verführung, das können wir sagen. Wir erwarten was? Was erwarten wir? Die Wiederkunft Jesu. Und dass er kommt bald. Und in welcher Zeit leben wir? Wir leben mitten in dieser Zeit. Haben wir eine lebendige Hoffnung? Versteht ihr, was unsere Hoffnung ist? Inmitten der Verführung, inmitten der Versuchung, inmitten dieser Welt, die zusammenbricht, in den Katastrophen, politische Umwälzung, militärische Umwälzung, geografische Katastrophen. Guckt euch an die Klimakatastrophen USA. Die Welt brennt, richtig? Guckt euch an, was politisch passiert. Guckt euch humanistisch an, was in dieser Welt passiert. Guckt euch mal, was die Plagen und die Seuchen betrifft. Wir sind doch mittendrin. Und schaut euch die Verführung an. Was fehlt uns noch? Es ist doch alles da, oder? Sollen wir Panik haben? Sollen wir Angst haben? Geht mit mir in Lukas nochmal 21. Lukas 21. Ich lese euch ab Vers 25. Und es werden Zeichen sein an Sonne, Mond und Sternen, und auf der Erde Angst der Nationen in Ratlosigkeit bei brausenden und wogenden Meer. Wenn diese Schöpfung zu Ende geht, was passiert? Die Nationen werden ratlos sein. Sie werden merken, die Welt geht unter. Und sie haben keine Ahnung, wie sie das aufhalten können. Und was werden sie haben? Und was haben sie? Angst. Nicht verwunderlich. Was verwunderlich ist, wenn Christen auch Angst haben. Wenn sie auch versuchen, diese Erde zu retten. Nun, wenn mein Haus brennt, natürlich werde ich es löschen. Aber ich werde es nicht löschen, weil ich denke, das ist mein Leben. Dann sagt Jesus, Vers 26, während die Menschen verschmachten vor Furcht und Erwartung der Dinge, die über den Erdkreis kommen,
denn die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Und dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen in einer Wolke mit Macht und großer Herrlichkeit. Das ist doch das Gleiche, was wir in Markus gelesen haben, richtig? Jetzt schaut mal. Wenn aber diese Dinge anfangen zu geschehen, so blickt auf und erhebt euer Haupt empor, weil eure Erlösung naht. Das ist die Hoffnung der Kinder Gottes. Die Welt sieht das alles. Sie kriegt Panik. Sie weiß nicht, was auf sie zukommt. In den Tagen, als ich mich da auf die Predigt vorbereitete und über die Auflösung und die Zerstörung der ersten Schöpfung nachdachte, dann dachte ich, Menschen haben gerade Panik wegen Krankheiten, wegen Feuer, wegen was weiß ich. Sie haben noch keine Ahnung, was auf sie zukommt. Wir wissen es. Was glaubt ihr, wie es denen gehen wird, wenn die Sterne vom Himmel runterfallen? Wenn der Kosmos zusammenbricht, nicht nur die Erde, wenn der Kosmos aus seinen Fugen herausgeht, wenn die Sonne nicht mehr das tut, was sie tun soll, wenn der Mond nicht mehr das tut, was er tun soll, wenn die Sterne nicht mehr das tun, was sie tun soll, und alles in sich zusammenbricht und wie ein Buch zusammengerollt wird, in Feuer aufgehen wird und verbrennen wird, was glaubt ihr, was dann für eine Angst sein wird? Es sei denn, man weiß, wenn das anfängt zu passieren, dann ist unsere Erlösung nein. Dann haben wir es endlich geschafft. Dann sagt Jesus, und ich werde es euch zeigen, denn diese Generation wird es erleben. In der nächsten Predigt, nächsten Sonntag, möchten wir das hinterfragen, nochmal in den Text hineinschauen und uns anschauen, was lehrt Jesus. Und ich werde euch vom Text versuchen, nach meinem besten Wissen und Gewissen aufzuzeigen, dass Jesus ihnen genau das Gegenteil sagt, was die Verführung ist. Es wird nicht geheim. Es wird sehr sichtbar werden. Und wenn ich komme, dann ist es vorbei. Jesus, in der Lehre Jesu, ist mit seinem Kommen, das sichtbar stattfinden ist, dann ist es vorbei. Dann wird er sammeln die Seinen und dann ist das Ende. Liebe Geschwister, nur zum Nachdenken. Wenn Jesus kommt und seine sammelt, wenn die Erde hier aufgelöst wird, auf welcher Erde sollen noch 7 weitere Jahre folgen? Auf welcher Erde sollen noch 1000 Jahre Herrschaft passieren? Auf welche Menschen sollen dann sich noch zum Glauben kommen, wenn er kommt und das Gericht stattfindet? Das sind ganz einfache Fragen. Wir müssen prüfen, was sagt Jesus, was lehrt die Schrift? Wir wollen dem nachgehen vom Markus-Evangelium und dann schauen, wie das im Kontext anderer Bibelstellen zu verstehen ist. Und ich hoffe, dass wir fester werden, klarer werden, mündiger werden und in der Lage sind, uns da nicht verführen zu lassen, sondern eine lebendige Hoffnung in uns zu tragen. Jesus kommt bald. Amen.